glaube, wenn ich die Kamera noch ein Stückchen hoch setze, doch ein Stück, Stück, Stück. Und perfekt. Passt doch. Ja, hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo und meinem gerade aktuellen Vorproduzierwahn. Aber ich habe diesmal sogar einen Grund. Mein Papa hat jetzt seit letzter Woche, also für euch ist es jetzt letzte Woche, für mich ist es schon vorletzte Woche. Boah, krass, ne? Entschuldigung. Da wird man nicht so helle, wenn man sagt, boah, krass, ne? Ja, auf jeden Fall, für mich ist das jetzt schon voll lange her, dass ich dieses Video drehe im Vergleich. Oder? Was? Nee, warte mal. Papa hat noch nächste Woche, ne? Was? Urlaub. Ja. Ja, dann ist es tatsächlich so, dass ich jetzt in der ersten Woche seines zweiwöchigen Urlaubs bin und ihr dann in der zweiten Woche. Tricky. Aber egal. Ihr wisst ja, Zeit und Raum ist nicht so meine große Stärke. Genauso wie Mathematik, Soziales. Wisst ihr was? Ich höre jetzt auf, weil da gibt es so viel, da werden wir nicht mehr fertig die nächsten 24 Stunden. Und so viel Zeit haben wir nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, ich mache euch mal so ein 2 Folgen kleines Mini-Spezial. Meine schönsten Urlaubserinnerungen. Also nicht chronologisch, total unchronologisch, aber dennoch. Nachdem ich euch vor vielen, vielen tausend Monaten, wie man so sagt, in diesen alten Indianerbüchern, habe ich euch doch mal erzählt von meinem furchtbarsten Urlaub. Dem Bratensoßenurlaub. Das war echt kreuzlich. Ich hasse Bratensoße. Entschuldigung. Das kommt mir dann immer wieder. Oh, ich bin jetzt gerade voll wieder in diesem blöden Hotel. Und ich sag euch, ich könnte schwören. Es ist wirklich was ich schwören könnte. Dieses Hotel war grau und trist. War das Hotel grau und trist? Nee, das war schön. Oh, das lag wirklich an mir. Das war ein schönes Hotel, meint Mutter. Hm, okay. Ich erinnere mich daran, dass es grau, trist, verregnet und depressiv war. Verregnet war auch, ne? Ja, wenigstens etwas. Das verregnet stimmt. Da bin ich auch wenigstens bei einem Punkt durch. Ja, aber es gab ja auch Erlebnisse, die so schön sind, dass man sie einfach nicht vergessen kann. Die Post! Was? Das Hotel! Ha! Die Post! Meine Mutter weiß jetzt, was ich meine. Ihr erfahrt jetzt im Laufe vom Video. Oh, das ist gemein, ne? Nee, aber ich erinnere mich gerade dran, wenn ich schöne Erinnerungen denke. Also, als ich klein war, sind wir regelmäßig in Urlaub gefahren. Damals hatte ich dann aber auch schon Karnickel und die armen kleinen Mäuschen mussten dann immer bei der Nachbarin wohnen, in der Zeit im Keller, im kalten Keller. Das war so das, wo ich mir dann immer gedacht habe, die armen Mäuschen, aber gut. Urlaub war Urlaub. Man musste machen, was man konnte. Und ja, so kam es dann, dass wir, als ich klein war, immer wie im Montafon, ne? Im Montafon waren und da gab es dieses total tolle Kinderhotel. Jetzt könnte man so als gute Mutter den Namen kurz einfließen. Smardusa. Ich habe das so geliebt. Da gab es in der Nähe diesen großen Bach, wo man schwimmen konnte. Es gab einen Whirlpool, es gab einen Pool im Keller, es gab eine Sauna, es gab Kinderprogramm, es gab Programm für Erwachsene. Es war einfach wirklich toll. Die Zeit, als ich noch nicht so wasserphob war. Hey, guck mal, ich habe einen neuen blauen Fleck entdeckt. Entschuldigung. Ich bin immer noch so verpeilt wie eh und je. Ja, aber es war auf jeden Fall wirklich schön. Und es gab die Berge, wo mein Papa spazieren gehen konnte, weil Papa ist der totale Spaziergänger schon immer gewesen. Naja, bis dann das Rheuma kam und am Tag, als das Rheuma kam... Das habe ich in meinen Videos noch nie erwähnt. Ja, aber jetzt, wo du es gesagt hast, kann ich sie auch erwähnen. Und die MS. Oh, als ob jetzt. Das hat natürlich jeder gehört. Jetzt habe ich es auch ausgesprochen. Na toll, jetzt haben wir es. Ja, aber auf jeden Fall.
egal wie man es dreht und wendet. Damals war es dann so, dass wir dann echt tolle Zeit dort verbracht haben und meine Mutter fand es toll und ich fand es toll. Und immer, wenn ich Geburtstag gehabt habe, in dem Jahr darauf, also in dem Jahr darauf von dem Besuch, hat man einen Gutschein bekommen für ein alkoholfreies Getränk. Und das war immer so toll, da konnte ich mich immer in die Bar setzen mit meinem Papa und habe dann mir ein alkoholfreies Getränk bestellt, wo er übrigens die Hälfte dann meistens getrunken hat, weil ich es nicht allein geschafft habe. Aber es war einfach so dieses, ich konnte so voll erwachsen mich dann fühlen, mit Papa an der Bar sitzen. Ja, woran habe ich noch so schöne Erinnerungen? Ich weiß gar nicht, ob das so richtige Urlaube waren oder nur so kurze, verlängerte Wochenendstrips, aber für mich war es trotzdem so total die schönen Erinnerungen. Wir hatten, als ich klein war, waren wir immer, nee, es war eher so verlängerte Wochenende, ne? Was denn? Skifahren. Ach so, das war eine Woche. Ja, es war eine Woche um den Woche Dreh. Skiurlaub. Eine Woche Skiurlaub. Und wir sind da dann in die Schweiz gefahren und da hatten wir dieses Chalet. Und ich sag euch, das war schön. Und da war wirklich dann, da gab es dann diese, das war über zwei Stockwerke. Unten gab es so, es gab kein Fernseher, kein Radio, nichts Elektronisches. Kein Internet, das war damals eh noch nicht so. Überleg mal, als ich, es ist voll krass, als ich 5 war, gab es noch nicht so die krassen Internetleitungen wie heute. Boah, ich wirke schon wieder nicht so helle. Aber es ist halt echt so, wenn man sich das mal überlegt, ich bin jetzt gerade mal 25, das sind 20 Jahre Unterschied. Und als ich 5 war, da war der Gedanke, dass jemand Internet auf dem Telefon mitnimmt, total undenkbar. Wow. Entschuldigung. Aber ja, kommen wir zurück zu meinem Skiurlaub. Auf jeden Fall war es dann halt immer so, dass mein Opa, meine Oma und noch eine bekannte Familie, von die bekannt sind, mit waren. Und wir sind dann immer da gewesen und haben da Ski gefahren. Und ich will jetzt nicht prahlen, aber ich tue es, weil ich es kann. Ich hab in meinem ersten Skikursjahr gleich Gold gewonnen bei dem abschließenden Skiturnier. Also, gekonnt ist gekonnt. ja, aber ich bin immer nur auf der Kinderpiste gefahren, weil ganz hoch auf dem Berg habe ich mich nicht getraut. Das war mir viel zu gruselig. Höhenangst und so. Ja, und immer, wenn wir dann dort waren, da gab es diese, am Skihang gab es da diese Hütte. Und bei dieser Hütte, da war dann so ein, gab es da immer Kaba. Und zwar so leckeren Kaba. Ich weiß bis heute nicht, was der Unterschied an diesem Kaba zu unserem Kaba war. Aber dann gab es so Kaba mit einer schönen Klecks Sahne und ich war so begeistert. Ich habe dann immer ewig lange, ja, ich bin da immer gerne gesessen und habe auch mal ein, zwei Kaba getrunken. Die guten alten Zeiten. Oh, und ich weiß noch, Opa, als ich ganz klein war, also wirklich ganz, ganz klein, da hat Opa mich immer auf seine Ski mit draufstehen lassen. Das war der Manfred. Autsch. Gut, es war der Manfred, ein Bekannter von Opa, aber in meiner verklärten Erinnerung war es Opa. Einmal. Ja, siehst du, Opa hat auch mal. Also. Aber ja, Manfred. Ah. Nee, da klingelt gerade gar nichts. Traurig, aber so ist es halt. Zirkusding. Ach, der Zirkusdirektor. Ja, das war auch noch, da haben wir immer so Kissen aufgebaut, ne? Ja, aber oh, das war auch schön. Ja, aber auf jeden Fall war das immer so, dass mein Papa zu der Zeit leider arbeiten musste. Aber jedes Jahr ist er dann noch für 2, 3 Tage auch da gewesen und ist dann mit uns Ski gefahren. Und jetzt so ein kleines bisschen Insider-Geschichte, die man nicht erzählen sollte, aber ihr wisst, wie ich bin. Und als ich in dem Jahr, als ich dann Gold gewonnen hatte, war mein Vater so mega stolz, laut Mutters Erzählung auf mich, dass er sich betrunken hat wie noch nie in seinem Leben zuvor. Also es war Stolz Betrunkenheit. Also ich meine, es war schon auch mit Alk, aber er war vor allem vor Stolz betrunken. Das kann man. Ja, schon schön, so Kindheitserinnerungen, ne?
Und ich hatte ja echt eine tolle zweite Kindheitshälfte. Ja, was gibt's? Oh, und jetzt kommt gerade bei mir so noch eine Erinnerung. Da gab es auch diesen Einkaufsladen, weil wir hatten da ja keine Pension, da mussten wir uns Essen selber machen. Und dieser Einkaufsladen, egal wann, da gab es immer irgendwelchen tollen Krimskrams. Und eines Tages hat mich Papa an der Kasse vergessen. Mein Vater sagt zwar, es waren nur 5 Minuten, aber ich sag euch, es waren in Wirklichkeit 80 Jahre. Also nach meiner Erinnerung waren es 80 Jahre. Und ja, aber es ist so dieses, als Kind hat man irgendwie immer so das Gefühl, dass alles viel größer ist, viel länger dauert und ja, schon interessant auch nochmal. Ja, auf jeden Fall, an einen Urlaub erinnere ich mich dann aber auch noch, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie war das so für mich so einer dieser Wow-Momente, weil bis dato hatte ich noch nie so bewusst erlebt, dass mein Papa mal erkältet war oder irgendwas. Und eines Urlaubs kam er dann zu uns gefahren, von uns hier in Deutschland nach, ich will nicht nach Schweiz sagen, das ist grammatisch halt voll unkorrekt, ne? Zu uns in die Schweiz. Und mein Vater hatte ohne Witz, das ist jetzt echt keine Übertreibung, glaube so 39 bis 40 Grad Fieber. Also er hatte wirklich schon richtig Fieberbläschen und überall. Und der war wirklich, der hat geglüht, das alles spätisch. Also nach meiner Erinnerung, aber das kann natürlich auch wieder mal so ein Kindheitserinnerungsding sein, hat er sogar den Schnee und das Eis um sich herum zum Schmelzen gebracht. Aber ich weiß noch, dass er trotzdem gekommen ist und uns abgeholt hat und dass er dann sogar noch uns heimgefahren hat. Also, mein Papa ist schon irgendwie krass. Krass. Aber ja, dann weiß ich noch, dass mein Papa danach dann ins Bett gelegen ist und da tagelang gelegen ist. Und immer wenn er geschlafen hat, habe ich die Zeit genutzt, weil ich es so toll fand, dass Papa mal zu Hause war, weil er ja immer eigentlich arbeiten war. Und habe dann immer auf seine Nase so gediebst, diebst, so in der Hoffnung, dass er dann vielleicht aufwacht und mit mir irgendwas unternimmt. Aber er lag halt wirklich flach. So ist das eben, wenn man fast 40 Grad Fieber hat. Da ist nicht mehr viel mit Party machen. Ja, das sind so ein paar Erinnerungen, an die ich mich gerne erinnere. So einfach ein paar schöne Urlaubserinnerungen. Ja, aber ich glaube, mein Video ist jetzt schon echt lang und ich habe immer noch welche auf Lager und deswegen erzähle ich euch einfach dann am Freitag den nächsten Teil. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare eure schönsten Erinnerungen oder ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an libell.rita@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Mittwoch. Wir sehen uns wieder am Freitag. Tüdelü! Ich glaube, es passt nicht zu mir.